Aufstrich aus grünen Erbsen. Dafür brauchen wir einmal trocknete grüne Erbsen. Die lege ich über Nacht in Wasser ein, mindestens 8 Stunden. Dann gieße ich natürlich das Wasser ab und dazu brauche ich noch Olivenöl. Man kann auch irgendein anderes beliebiges Fett nehmen. Gewürz, in meinem Fall nehme ich Dill, Salz und Pfeffer. Und ihr könnt natürlich auch noch Gemüse rein tun. Ich mache es jetzt einfach wirklich nur mit den Erbsen. Als erstes gebe ich dann die Erbsen in eine Pfanne mit etwas Wasser und tue sie kochen für ungefähr eine halbe Stunde. Wichtig, bevor wir den Aufstrich anfangen zu machen, dass ihr die Erbsen mal probiert und sie wirklich genug durch sind, schön weich sind. Und dann können wir schon den Aufstrich machen. Wenn die Erbsen gekocht haben, dann kommen wir zum Aufstrich machen. Hier sehen wir jetzt bei den Erbsen, es hat wirklich sehr viel Wasser noch drin. Das heisst, ich tue das als erstes mal noch ein bisschen abgießen in eine, so einen Messbecher oder in eine Schale. Und danach gebe ich die Erbsen in einen Hochleistungsmixer. Man könnte das natürlich rein theoretisch auch mit einem Stabmixer machen, wenn man keinen Hochleistungsmixer hat. Geht natürlich aber schneller und besser mit dem Hochleistungsmixer und wird halt cremiger. Aber es wäre möglich mit dem Stabmixer. Dann geben wir auch hier Olivenöl dazu. Ich würde sagen, mengenmässig 4 bis 5 Esslöffel. Ich mache das einfach ein bisschen nach Gefühl. Ich habe gerne noch etwas Frisches zu den Erbsen, darum mache ich hier noch etwas Zitronensaft rein. Das ist natürlich optional. Hier presse ich ungefähr eine halbe Zitrone rein. Dann gebe ich einen Teelöffel Salz dazu. Nicht zu viel würzen, man kann dann noch immer noch mal nachwürzen. Gebe ich ein Pfeffer rein. Und Dill. Ich finde Dill einfach sehr passend. Geht auch noch. Passt sehr schön auch vom Grün zu den Erbsen. Und jetzt, bevor wir es mixen, geben wir dann Wasser. Ungefähr so viel dazu, dass das ungefähr bedeckt ist hier. Wie wir jetzt sehen, hier ist es wirklich gut. Die Erbsen sind bedeckt mit Wasser. Mehr würde ich nicht rein tun und mixe das mal auf der niedrigeren Stufe. Das sieht schon mal sehr gut aus. Denn hier sehen wir jetzt, das ist wirklich ganz anders wie bei der Linse. Hier haben wir jetzt eine viel dünnflüssigere Konsistenz. Von der Würze her gefällt es mir. Aber ich will es noch ein bisschen cremiger haben. Darum mixe ich es jetzt nochmal auf der hohen Stufe. Gib noch mal ein bisschen Flüssigkeit dazu. Wenn es nicht gut mixt, dann kann man auch noch mal ein bisschen Öl dazugeben, um es ein bisschen geschmeidiger zu machen. Desto heißer, desto besser, weil desto eher bekommt man ein bisschen weniger dünnflüssige Konsistenz an. So, jetzt haben wir noch die gewünschte Cremigkeit. Wir sehen, jetzt ist es auch ein bisschen dicker geworden von der Konsistenz. Das ist natürlich auch, weil es auskühlt.
Schmeckt wunderbar. Mit dem Dill. Eine richtig tolle Würzigkeit. Und dann geben wir mal den Erbsenaufstrich. Entweder in ein Schüssel. Oder ein Gläschen. Auch den Aufstrich kann man natürlich in einem Gläschen, wenn man es noch heiß einfüllt, für ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahren. Und hat einen feinen grünen Erbsenaufstrich. Der Erbsenaufstrich ist jetzt ausgekühlt und ich probiere das Ganze nochmal. Wir sehen, die Konsistenz ist super für einen Aufstrich, richtig schön auch zum auf ein Brot streichen zum Beispiel. Und schmeckt schon von weitem mega, mega schön frisch nach Kräutchen und nach frischen Erbsen. Traumhaft für aufs Brot. Oder auch als Dip. Ein richtig schönes Kräuter, Dill-Aroma, Erbsen-Aroma. Ich würde sagen, das ist wirklich einer der frischesten Aufstriche, den ihr machen könnt. Wenn euch das gefallen hat, der Aufstrich, teilt das Video gerne mit jedem Kochbegeisterten. Schreibt unten in den Kommentar. Mich würde es mega interessieren, wenn ihr selber eure eigenen Aufstrichkreationen daraus macht. Abonniert den Kanal, wenn ihr Interesse habt an mehr Videos. Und natürlich benachrichtigt zu werden, wenn neue Videos rauskommen. Und ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit und bis zum nächsten Video.